Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality, das Browser Game. Leute, nach dem April-Scherz letzte Woche am 1. April sind wir jetzt wieder im Normalzustand. Ich persönlich habe die Fische richtig, richtig hart gefeiert und ich hätte mir gewünscht, dass irgendwie ich die Fische irgendwie weiterhaben kann. Aber es ist ja natürlich nicht möglich, weil sonst hätte ich ja alle meine Pferde aufgeben können, Leute. Aber 1. April ist auf Horse Reality immer mega, mega nice, Leute. Aber dann gehen wir als allererstes, Leute, in die Riding School. Ich habe mittlerweile 343 Klicks. Für mich persönlich richtig, richtig viel. Und dann gucken wir mal. Ich habe irgendwie die Kontrolle über meine Fohlen in Horse Reality völlig verloren. Völlig. Ich komme nicht mehr dazu, die Fohlen zu benennen und so weiter, weil es sind so viele. Guckt euch mal die ganzen Fohlen an. Die haben alle keine Namen und hängen hier einfach auf dem Homescreen sozusagen rum. Und weiß ich nicht, was soll ich denn tun mit den ganzen Fohlis? Also ich weiß schon, was ich mit denen tun werde oder mit ganz vielen von den Fohlen tun werde, Leute. Ihr wisst Bescheid, ne? Jeden Monat, auch jetzt wieder, gibt es einen Hintergrund von mir geschenkt an 5 Zuschauer und an die Mitglieder von Twitch und von YouTube. Wichtig ist, Leute, wenn ihr zahlendes Mitglied seid, ganz wichtig, also auf Twitch zählt nicht, wenn ihr eine Mitgliedschaft geschenkt bekommt, sondern nur, wenn ihr selber bezahlt. Und falls ihr, ne, schreibt mir einfach in die Kommentare, falls ihr ein zahlendes Mitglied seid auf Twitch oder auf YouTube. Falls ihr auf Twitch zahlendes Mitglied seid, schreibt mir bitte ganz, ganz wichtig in die Kommentare euren Twitch-Mitgliedsnamen, also wie ihr auf Twitch heißt. Und ganz wichtig auch nochmal, wie euer Horse-Reality-Name heißt. Aber ich verlose auch 5 Hintergründe an Zuschauer, also die nicht Mitglied sind. Ihr wisst Bescheid, das ist ausgeklammert. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn ich das erkläre, da komme ich mir so vor wie so ein absoluter Vollidiot, weil ich erkläre das so furchtbar kompliziert. Das ist, ich weiß nicht. Das ist eigentlich so einfach. Ich verlose 5 Hintergründe an Zuschauer und jedes zahlende Mitglied auf Twitch und auf YouTube bekommt einen Hintergrund geschenkt. Dafür habe ich jetzt 5 Minuten gebraucht, Leute. Als ob. Als ob. So, bevor wir uns die Fohlen angucken, die ich erst in den letzten Tagen bekommen habe, gehen wir natürlich zu den Hintergründen. Denn ihr wollt ja natürlich sehen, was ihr geschenkt bekommt. Oder? Also vielleicht auch nicht, aber ich möchte ihn sehen, weil ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen, Leute. Karakium Desert. Für alle Fans von Arabs und Akaltek ist der, glaube ich, perfekt, oder? Leute, und auch für Mustangs. Oh mein Gott, für Mustangs. Wir kaufen ein paar. Eins für mich, mehrere für euch. Wartet kurz, wir kaufen ein paar. Wenn nicht, dann kaufen wir halt nochmal. Ich glaube, der ist auch immer drin. Steht jetzt zumindest nicht da, dass er limitiert ist, Leute. Und dann müssen wir natürlich sofort ein Pferd ausrüsten. Ihr kennt das, wir müssen jetzt nur schnell ein Pferd finden, das ich ausrüsten möchte. Oh, apropos, oha, Leute, German Let's Play. In der letzten Folge hatte ich einen Fischi gekauft. Und ich wusste ja nicht, was für eine Farbe er ist. Wir hatten ihn nicht getestet. Und das ist er, Leute. Das ist German Let's Play. Natürlich testen wir ihn jetzt. Er hat keine guten Werte. Ich wurde quasi nur gebaitet, weil er German Let's Play heißt, Leute. Unser German Let's Play ist, wie gesagt, man sieht es ja hier gerade schon. Er ist ganz offensichtlich ein Palomino Tobiano. Und ja, er ist ein Palomino Tobiano. Aber er ist mega süß. Also ich meine, ich hätte auch reinscheißen können, Leute, ne? Er ist ein Palomino Tobiano. Und ich hätte gesagt, German Let's Play bekommt natürlich jetzt auch den Hintergrund. Denn er ist ja was Kleines Besonderes. Ich habe ihn gekauft, ohne dass ich wusste, was ich kaufe. Und er heißt German Let's Play. Also falls ihr nicht wisst, wer German Let's Play ist, was ich jetzt nicht glaube. Das ist ein deutscher YouTuber. Den gucke ich auch schon ganz lang. Und ich bin auch schon ganz lang Mitglied bei ihm am Kanal. Und los geht's. Wow. Das sieht mega schön aus. Als ob. Das sieht richtig schön aus. Wir müssen den Hintergrund noch einem Pferd geben, Leute. Noch einem Pferd. Habe ich nicht. Ich habe keinen Akalteken, ne? Habe ich denn? Doch, ich habe einen. Als ob. Wie heißt der? White. Leute, wartet. Wartet, ich hab's gleich. So. Wow. Leute, der Hintergrund ist mega, mega cool. Auch für Araber super gut geeignet, aber auch, wie gesagt, für alle anderen Pferde, die ihr einfach richtig cool findet. Dann haben wir aber schon das erste Foli. Und zwar ist es ein Hengst. Der kleine Devil, Leute, 666. Jetzt bin ich gespannt, ob er graying ist. Ich weiß gar nicht, ob die Stute doppelt graying ist.
Er ist nicht Graying. Oha, er ist, er hat nichts. Er ist der kleine Devil und er hat nichts. Dann haben wir einen wunderschönen Buben bekommen. Von unserer Angel's Kiss müsste das sein. Wir packen ihn natürlich hier noch ganz kurz in die Genetik rein. Man sieht schon, er ist ein Splashed White. Er hat Flexen mit drin und hat eine Genetik von 587. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was Angel's Kiss hat. Die hat viel mehr, oder? Warum hat denn er so wenig? Was hat denn Vertanen? Ey, was ist das? Warum hat mein Fohlen 587? Wenn beide Eltern über 600 haben, was ist das? Habt ihr das auch schon gehabt? Das ist ja Megamüll. Leute. Dann haben wir ein weiteres Foli bekommen. Ich weiß es nur leider gerade nicht, mit welcher Stute. Silversong. Da müssen wir doch das Fohlen gleich testen. Oh mein Gott, Leute. Wenn dieses kleine Fohlen Silber trägt, dann könnten wir Silversong verkaufen. Denn sie ist viel besonderer wie die Mama. Viel besonderer. Aber bei meinem Glück, Leute, wird es nix. Ja, bei meinem Glück wird es nix, Leute. Und bei meinem Glück war das auch absolut nix. Ach Mann, was ist das? Habt ihr auch so Probleme bei der Zucht? Guckt mal, wie süß sie ist. Und sie hat 4 weiße Beine. Ach Mann. Und das letzte Fohlen, das wir bekommen haben, ist von unserer... Ich glaube, es ist Venny, oder? Ja, es ist Venny. Und auch Vertanen. Das heißt, die müssten ja eigentlich alle Splash-Träger sein, oder? Ich habe jetzt gerade, glaube ich, bei dem anderen Foli vergessen zu gucken. Ja, er ist ein Splashed White. Dann hat sie zweimal Very Good, zweimal Average. Das ist nicht so schlecht, Leute. Und sie ist eben Splashed White-Träger und sieht mega, mega knuffig aus. Die Frage ist nur, wer jetzt besser ist von den beiden Stuten. 648... Aber sie hat halt Below. Ich müsste die beiden in eine Show anmelden, um einfach rauszufinden, wer von den beiden Stuten einfach besser ist. Und dann werde ich ja definitiv eine behalten und eine abgeben, hätte ich gesagt. Dann werde ich auf jeden Fall meine Angel's Kiss nochmal nachdecken mit Vertanen. Ach so, nee, ich will sie nicht... Hä? Ach so, ich bin auf der Seite von dem Hengstfohlen. So, hier ist Angel's Kiss. Breed this mare. Und zwar mit Vertanen. Wir haben, ach, Boreas ist auch groß geworden. Dann haben wir Ju. Ju hat halt schon gute Werte. Und Kaiser hätten wir noch. Der kleine Kaiser. Aber ich hätte gesagt, wir probieren es nochmal mit Vertanen. Vertanen ist schon ein ganz hübscher. Wir probieren es nochmal mit Vertanen, Leute. Und hoffen, dass wir das nächste Mal ein besseres GP bekommen. Also das ist ja schon richtig Müll, oder? 587? Das ist ja ein absoluter Aufreger, Leute. Als letztes besuchen wir natürlich noch einen von euch. Und das ist dieses Mal Shakrath. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Stian. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Mitgliedschaft. Stian ist neues Mitglied bei uns auf YouTube. Dankeschön, dass du ein Teil der Rolly Family bist. Und wir gucken natürlich selbstverständlich bei dir vorbei. Falls ihr auch neues Mitglied seid, wir haben ein paar neue Mitglieder am Kanal, dann schreibt unbedingt, Leute, in die Kommentare, dass ich auch wirklich sehen kann, dass ihr gerne besucht werden wollt. Und ich brauche natürlich auch immer euren Horse Reality-Namen, sonst kann ich euch natürlich nicht besuchen. Und dann gucken wir mal rein. Wow! Das sieht mega hübsch aus. Ihr habt alle immer so coole Ideen für eure Banner. Ich glaube, ich muss meinen Banner noch mal ein bisschen überarbeiten. Das gefällt mir noch nicht 100%. Das sieht richtig hübsch aus. Ich nehme an, du züchtest Quarter. Hello, I'm Stian and very honored that you have found here. Thanks to Sandy Lightning Roll on YouTube. Oh mein Gott, du hast mich verlinkt. If you weren't, I would have never started playing HR. I want to be involved in the breeding of quarter horses. I dissolve my Icelandic breeding. If you're interested, message me. Das ist so süß, Stian. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Shoutout auf deinem, auf deiner Wall hier. Das ist mega, mega süß. Und er hat Lifetime Guarantee, Leute. Ganz, ganz wenig Leute bieten es tatsächlich an. Ich kann es leider auch nicht anbieten, weil das ist das Problem. Das Spiel bietet es nicht an. Das heißt, ihr stellt dann den Preis runter und trefft euch mit demjenigen und dann kann derjenige nochmal für lau decken. Das ist richtig, richtig cool, dass du das anbietest und auch richtig viel Arbeit. Wie gesagt, Leute, es tut mir leid, dass ich das leider nicht anbieten kann. Schaut auf jeden Fall bei Stian, bei Shakrath vorbei, denn wie gesagt, Lifetime Guarantee ist immer, immer richtig nice. Dann, ich glaube, er hat nur Quarter, oder nein, er hat Quarter und er verkauft die Isländer, hat er ja geschrieben. Und ein Welsh Pony ist noch dabei. Ein kleines, süßes Welsh Pony. Leute, ich suche mir ein paar Folies, hätte ich beinahe gesagt. Was ist denn heute mit mir? Ich suche mir ein paar Pferde raus und dann sind wir gleich zurück. Oha, Leute, ich weiß nicht,
ob wir es irgendwie hinkriegen. Ihr wisst Bescheid, wenn ich ein bisschen wieder rumschnibbel, was ich immer tue, habe ich ein paar rausgeschnitten, weil ich habe mir, glaube ich, ein bisschen viel ausgesucht. Maple with Fire, die sieht mega, mega süß aus. Ich liebe, ihr wisst Bescheid, ich liebe so helle Pferde. Oha, sie hat 6, very good. Das ist richtig krass, nice. Sie ist 1 Monat alt und ihre Mama sieht genauso aus. Mega, mega hübsch. Was hat denn sie? Sie hat auch so viele Very Goods. Das ist richtig cool. Wer ist denn da hier der Papa? Der Papa ist Mountaineer. Gehört der dir? Oh, der ist retired. Oh, das ist ja super sad, Leute. Er hier hat 5-mal Very Good. Er deckt auch ein Schwarzer für 2500 Horse Reality Credits oder 65 Delta Points. Krass, Leute. Guckt mal, der hat richtig hohe Pferde. Dann Jersey Autumn. Wie viel Very Goods hat er? Er hat nur in Anführungszeichen 4. Aber er ist halt ein Crivello, was natürlich immer mega was hermacht, Leute. Dann habe ich mir noch Smokin' Delirium rausgesucht. Er hat 7 Very Good. Er ist quasi ein Full Black, Leute. Er hat kleine Söckchen an. Aber der sieht richtig hübsch aus. Oha, mit wem könnte ich denn den decken? Der gefällt mir richtig, richtig gut. Leute, Captain Rain ist immer so perfekt, weil sie hat nämlich auch so viele Very Goods. Leute, Captain Rain. Captain Rain ist dran. Wir decken mit 75 DP. Smokin' Delirium. Oh mein Gott, ich hoffe, dass da was richtig, richtig Tolles rauskommt, Leute. Das wird mich richtig freuen. Dann habe ich mir noch ein kleines Foli rausgesucht. Splashed with Money. Den finde ich richtig hübsch und er ist ein doppelter Champagne. Overo Splashed White mit 6-mal Very Good. Das Einzige, was richtig belastend ist, ist sein GP. Ich meine, seit wann kriegt man denn weniger GP als die Eltern? Weil ich nehme mal nicht an, dass die Eltern so ein weniges GP hatten, oder? Wir gucken mal. Ja, okay, sie hatte 589. Okay, das ist was anderes dann. Mercury got money. Oh mein Gott, von der Lumella. Mercury got money von der Lumella. Das ist ein wunderschöner Hengst. Aber okay, wenn die Mama so wenig hatte, dann verstehe ich es. Aber ansonsten unter 600... gibt es ja eigentlich gar keine Quarter mehr, oder? Und das letzte Pferd, das ich mir rausgesucht habe, ist das Welsh Pony. Mich würde es natürlich interessieren, Stian, ob das eine besondere Bedeutung hat, weil es ja das einzige Welsh Pony ist. Ich habe ja auch mega viele Welsh Ponys. Ich züchte die im Moment nicht mehr, weil ich einfach sonst zu viele Pferde züchte und ich komme ja jetzt schon nicht mehr klar, Leute. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge von Horse Reality. Falls sie euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!